Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute habe ich vier ganz fantastische Taschenmesser, und zwar von Lagiol & Aubrac, von dem Künstler Pierre Martin, und zwar aus der Edition Mike. Da die Taschenmesser so fantastisch aussehen, habe ich mich entschieden, lieber vier unterschiedliche Videos zu machen, und wo ich jedes einzelne Taschenmesser entsprechend ein bisschen ausführlicher vorstelle. Heute geht es um das Taschenmesser Mike 2. Und kann man hier sehen, wie wunderbar der Rücken aussieht. Und die Biene, einfach ein Genuss. Mit einem Griff aus Mammut-Elfenbein, eine Balbach-Damaskliege mit 150 Lagen. Und mit einem Preis von 1.485 ist das Taschenmesser auf jeden Fall sein Geld wert. Und ich werde auch gleich genauer eingehen, warum das entsprechend so ist und was das Taschenmesser so unglaublich teuer macht. Ja, und am Ende dieses Videos, beziehungsweise nachdem ich das Taschenmesser vorgestellt habe, werde ich halt ganz kurz einfach über die Griffe erzählen und ein bisschen darauf eingehen, was so die Griffe an sich sind und was es bei einem Lagiol-Taschenmesser mit den Griffen auf sich hat. Also, bis gleich! Die Mammuts sind schon seit vielen Tausenden von Jahren ausgestorben. Die haben auch hier tatsächlich bei uns in Europa gelebt. Und da wir ja keine Elefanten hier in Europa haben, sondern nur Mammuts gehabt, finde ich irgendwie emotional unheimlich interessant, in der Hand ein Taschenmesser zu halten mit einem Stoßzahn von einem Mammut. Irgendwie eine Reliquie aus der Vergangenheit, aus unserer Vergangenheit. Und ich finde es unglaublich interessant oder schön, so etwas in der Hand zu haben. Ich kann nicht immer unbedingt sagen, warum, aber ich finde es einfach außergewöhnlich spannend. Und die Vorstellung, dass diese Tiere, diese Mammuts wirklich vor Tausenden von Jahren hier gelebt haben und so viele Tausende von Jahren, viel länger als wir, auf diesem Planeten waren und dann irgendwie ausgestorben sind, rein durch natürliche Gegebenheiten, finde ich irgendwie total interessant. Und ich lese immer wieder mal die Geschichte der Mammuts und ich finde es außergewöhnlich. Und ich habe auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, ich habe zwei Bücher insgesamt geschrieben, entsprechend einen Artikel dazu verfasst, wie es dazu gekommen ist, wie die Mammuts, also ein bisschen mehr zum Thema Mammut. Und seit ungefähr 2015 wird diese Mammut, Mammut-Backenzahn und Mammut-Elfenbein entsprechend immer öfters in den Taschenmesser eingebaut. Und mittlerweile haben alle Schmieden sowohl Mammut-Backenzahn als auch Mammut-Stoßzähne im Programm. Ganz außergewöhnlich und selten sind natürlich diese Stücke, die so dermaßen lang sind. Wir haben hier eine Länge von 14 cm und hier hat sich Pierre Martin entschieden, die Edition plain zu machen. Das heißt also hier keine Metallbacken, sodass wirklich die vollen 14 cm komplett mit dem Griffmaterial ausgefüllt werden können. Und das ist auch so, wenn man sich wirklich das anguckt. Ich mache das mal ganz langsam. Und auch entsprechend von der anderen Seite. Jede Seite ist entsprechend einmalig und individuell, so dass
Wenn du natürlich der Erste bist, der sich Taschenmesser kauft, bekommst du natürlich genau dieses hier. Wir haben hier das Produkt Mike 2. Und wenn du aber ein zweites Produkt kaufen würdest, wenn wir das entsprechend nachbestellen, dann wird es entsprechend anders aussehen. Und ich empfehle dir, immer wenn du Produkte bei uns kaufst mit solchen außergewöhnlichen Griffmaterialien, entsprechend dir von uns Bilder schicken zu lassen. Denn jedes ist entsprechend individuell. Man hat jetzt mehr, mal weniger solche Marmorierungen oder solche ganz feinen Haarrisse, die entsprechend bei einem Mammut-Elfenbein immer dabei sind. Und deswegen nützt dir so ein Foto, dass du dich entscheidest, ich möchte es haben oder nicht. Denn mit einem Preis von 1.485 Euro solltest du auch natürlich das Messer bekommen, so wie du es gerne hättest, zumindest dass es dir gefällt. Aber kommen wir jetzt zu der Guilochage. Wir haben hier eine wunderbare dreidimensionale Guilochage, was der Künstler Pierre Martin unter dem Mikroskop gemacht hat. Und dann schauen wir uns nochmal die Biene an. Also die ist wirklich absolut außergewöhnlich. Man kann auch sehen, dass die sogar zwei Flügel hat, die Biene. Also jeder einzelne Flügelchen ist da sehr deutlich zu sehen. Da hat er sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, der Künstler. Und man kann auch sehen, dass die Biene wirklich dreidimensional ist, dass er da spielt mit Oberflächentechnik, mal matt, mal glänzend. Und entsprechend heben sich die diese Metalle aus, obwohl es aus einem Stück ist geschmiedet, sieht es wirklich dreidimensional aus, als wenn das mehrere Lagen wäre. Also wirklich eine fantastische Arbeit von Pierre Martin. Und nicht nur das, dieses Taschenmesser besticht einfach in jedem Punkt seiner Verarbeitung durch eine Perfektion. Und das ist eben halt Pierre Martin, der ist ein Perfektionist. Wenn man sich anguckt, hier die Klinge zum Beispiel, die ist mittig direkt arretiert, was bei so einer Länge sehr, sehr schwierig einzustellen ist. Und dann haben wir auch hier ganz leicht das Mechanismus, wo die Feder hier entsprechend diese lange Klinge festmachen muss, haben wir hier eine Öffnung, die wirklich ganz leicht zur Öffnung zu schließen ist. Das ist außergewöhnlich. Selbst die kleineren Lagiol-Taschenmesser lassen sich öfters noch viel, viel schwerer öffnen und schließen. Dann haben wir hier ein entsprechender Klingenschutz, der auch ziemlich massiv ist, so dass wenn man hier die Klinge von da fallen lassen würde, entsprechend aufgefangen wird und die Klinge bzw. die scharfe Stelle der Klinge nicht auf dem Ressort trifft und somit mit der Zeit stumpf und unscharf wird. Ich empfehle trotzdem, es nicht zuschnappen zu lassen. Sicher ist sicher. Auch hier entsprechend die Klinge fast bündig mit dem Griff. Wenn man es schließt, haben wir hier auch eine unglaubliche Bündigkeit. Das ist wirklich fantastische Arbeit auf höchstem Qualitätsniveau. Das Taschenmesser hat ein Gewicht von 125 Gramm, also ist etwas schwerer als die normalen Lagiol-Taschenmesser. Ein Lagiol-Taschenmesser hat zwischen 85 und 105 Gramm Gewicht, je nach Griff, je nach Metall, mit Metall oder ohne Metallbacken. Und dafür, dass wir hier entsprechend keine Metallbacken haben, ist dieses Taschenmesser für diese Länge 14 cm und eine 11 cm lange Klinge eigentlich kein schweres Gerät, möchte ich mal sagen. Natürlich eignet sich das Taschenmesser auch für den Benutz im Alltag. Die Klinge ist wahnsinnig scharf, das merkt man ja sofort. Es ist wunderschön, das ist eine Balbach Damastklinge mit 150 Lagen. Die Klinge kommt also aus Deutschland. Die Firma Balbach stellt Damaststücke hier in Deutschland her und die Schmieden machen daraus entsprechend eine Klinge. Das sieht also ganz, ganz fantastisch aus. Übrigens, wenn man hier auf dem Rücken die Lage nicht sieht oder auch hier, das heißt nicht, dass das die Klinge nicht echt ist, sondern das liegt daran, dass diese Stellen entsprechend nach dem Ätzbad, also diese Marmorierungen entstehen hier in einem Ätzbad. Und nach dem Ätzbad werden diese Kanten entsprechend verarbeitet und wenn man die nochmal poliert, dann gehen diese Damastmuster entsprechend weg. Wenn man jetzt nochmal das Taschenmesser in einem Ätzbad einstecken würde, dann würden auch hier entsprechend diese Rillen sichtbar. Das Problem ist aber, wenn man jetzt in das fertige Messer da einsteckt, dann könnte man es ja nicht bis hier oben in dem Bad einstecken, weil ansonsten dieses Material, dieses Mammutmaterial auch mitgeätzt werde, was natürlich nicht mehr so schön aussieht.
Ich würde sagen, also ich sage als Fachmann für Lagion, dass dieses Taschenmesser auf jeden Fall 1.495 € wert ist. Denn je länger ein Künstler für sein Taschenmesser benötigt, zum Beispiel unter Mikroskop solche Bienen oder solche Glochagen zu machen, und je hochwertiger das Material ist, desto teurer ist entsprechend das Messer. Ich empfehle auch immer, auch wenn das jetzt wirklich ein ziemlich großes Stück ist, nicht nur zu sammeln, sondern wirklich auch das Taschenmesser zu benutzen. Ich habe hier entsprechende Videos gemacht, wie man das bei einem Picknick oder in einem Restaurant benutzen kann. Ich nehme meine Taschenmesser, die ich jetzt auch entsprechend sammle, die Lagiol-Taschenmesser auch mit im Restaurant, und damit schneide ich das Steak oder das Essen sprechen, und es hat ein ganz anderes Gefühl. Man meint, es schmeckt vielleicht besser, nicht nur, weil es super scharf ist und entsprechend leicht wie Butter durch das Fleisch oder andere Lebensmittel, die man im Restaurant isst, sondern es ist einfach ein tolles Gefühl, das eigene Lieblingsmesser zu benutzen, um es wirklich im Alltag Sachen zu schneiden. Und daher empfehle ich ja, nimm es mit, egal wo, und benutze es, wende es an. Das ist nicht nur ein Sammelobjekt für die Vitrine zu Hause. Kommen wir jetzt mal kurz zu dem Thema Griffe. Die Lagiol-Taschenmesser, das finde ich ja das Schönste bei den Lagiol-Taschenmesser, ist, dass die Griffe in wahnsinnig unterschiedliche Variationen aus unterschiedlichen Materialien gibt. Ob es Ebenholz, Wacholder, Olivenholz ist oder Hörner wie zum Beispiel Widerhorn, Büffelhorn, auch teilweise aus Kuh, also Brackkühe zum Beispiel, die haben auch sehr schöne Hörner, oder eben halt wie hier aus Mammut-Elfenbein. Es gibt mittlerweile auch Stein, das lässt sich auch ganz interessant verarbeiten, oder viele andere Materialien. Auf jeden Fall, das macht auch die Faszination eines Lagiol-Taschenmessers aus, dass diese Variation bei dem gleichen Taschenmesser, gleiche Rückengelochage, entsprechend unterschiedliche Materialien nicht dafür benutzen kann, und das macht entsprechend dieses ganze Thema noch viel spannender und auch schöner. Das heißt, ich kann in meiner Kollektion auch mehrere Taschenmesser, die trotzdem, obwohl vielleicht die gleiche Biene haben, trotzdem ganz anders aussehen und sich anders anfühlen, denn alle Materialien fühlen sich entsprechend anders an. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass gerade diese Plain-Edition sehr, sehr schwierig zu verarbeiten ist, denn wenn wir hier diese Niete einschlagen, damit dieser Teil hier zusammengehalten wird, natürlich öfters mal auch, dass dieser Hammer entsprechend auf diesem Griffmaterial draufkommt, was natürlich zu Schäden verursacht, und somit muss man den gesamten Griff wieder wegschmeißen. Und da ist der Unterschied zwischen den Schmieden. Der eine, so wie der Pierre Martin, der legt sehr viel Wert darauf, dass alles perfekt verarbeitet wird und hier entsprechend ganz leicht öffnet und schließt. Und somit gibt er sich ganz, ganz viel Mühe, diese Nieten hier ganz fein und über lange Zeitraum zu schlagen, dass das perfekte Ergebnis da ist. Und andere Schmieden, die etwas günstigere Taschenmesser herstellen, die geben sich in dem Sinne nicht so viel Mühe, denn je mehr Mühe, je mehr Zeit ein Künstler verbringt mit dem Taschenmesser, desto mehr kostet das. Natürlich kann ich bei 1.485 € diese Qualität erwarten, aber ein Taschenmesser, das sagen wir 500 oder 600 € kostet, aus ähnlichen Materialien, das vielleicht auch ähnlich aussieht, das kann das nicht bieten. Es kann nicht so perfekt sein, und deswegen kann schon mal sein, dass bei solchen Taschenmesser, sag mal, die Klinge wackelt. Hier nicht, aber bei diesen anderen Taschenmesser, die zum Beispiel 500, 600, 700 € kosten. Ja, das heißt, der Grund, warum dieses Taschenmesser so teuer ist, ist, dass in jedem Punkt, den man untersuchen möchte hier, entsprechend eine sehr hohe Maß an Perfektion umgesetzt wurde. Und die Griffe sind ein Teil dieser Perfektion, und ich möchte einfach nur, dass du verstehst, dass du bei einem Taschenmesser, der vielleicht 400, 500 € kostet, das ist natürlich auch viel Geld, keine Frage. Ja, aber es kann nicht genau das gleiche leisten wie ein Taschenmesser für 1.000 € und mehr. Das heißt, der Grund, warum das eben so ist, wie ich schon sagte, ist wieder eine Glochage, eine Biene, eine Klinge, aber auch an der Zeit, die der Künstler für das Zusammenstellen dieses Taschenmessers benötigt hat. Und viele Schmieden möchten gerne auch mal günstigere Taschenmesser anbieten, und da machen die entsprechend Kompromisse. Und einer davon ist zum Beispiel, dass man
dieser große Griff hier, diese große Fläche, nicht als ein Stück macht, sondern vielleicht zwei oder drei Stücke macht. Das heißt also, man nimmt von dem Elfenbein eben kleinere Stücke, die viel, viel billiger sind als so ein großes Stück. Und dann sagst du ja, ich habe auch ein Taschenmesser mit Mammut-Elfenbein, kostet aber die Hälfte. Ja klar, weil diese Griffe unverhältnismäßig teuer sind. Und das bezieht sich hier drauf, das bezieht sich auf zum Beispiel Warzen, Schweinstoßzahn oder auch andere Materialien. Lange große Materialien sind einfach schwerer zu finden und somit auch teurer als kleinere Stücke. Ja, das war so ein bisschen Griffkunde. Und dann kommt es natürlich auch an, wie zum Beispiel perfekt ist hier diese Niete. Wenn ich hier drüber gehe, ist hier kein Unterschied zu merken. Ja, das ist also wirklich perfekt poliert. Und das Polieren ist auch eine Meisterleistung. Denn einfach nur kurz drüber polieren ist natürlich, das kann ich auch. Aber so zu machen, dass das Material nicht beschädigt wird und diese Metall, das hat eine völlig andere Festigkeit als diese Klinge, dass dieses Metall so weit runterpoliert wird, dass es perfekt hier passt, das ist auch eine Kunst, das ebenfalls Zeit verbraucht. Und das ist auch der Unterschied zu anderen günstigeren Taschenmesser, wo, wenn man mit dem Finger drüber geht, natürlich diese Niete spürt. Denn ist natürlich eine riesengroße Gefahr, wenn ihr natürlich mehr poliert, dann beschädigt ihr dieses ganze Stück und dann muss man das ganze Stück wegschmeißen und wieder nochmal neu einsetzen. Was natürlich wiederum das Ganze teurer macht. Und um das Risiko nicht einzugehen, lässt man natürlich hier an dieser Stelle die Metallstücke ein bisschen erhaben sein, um das Risiko nicht einzugehen. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast ein bisschen mehr dazugelernt zu dem Thema Lagiol. Und wenn du kein Video verpassen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Ich mache 2 Videos pro Woche und wenn du keinen verpassen möchtest, dann musst du natürlich den YouTube-Kanal abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn dir das gefallen hat, was ich hier präsentiert habe, wenn du einen Daumen nach oben entsprechend klicken würdest, hier unten und vielleicht noch besser entsprechend einen Kommentar hinterlassen würdest. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.